Was denkst du, ist das meistgespielte Videospiel der Welt? Fortnite? League of Legends? Counter-Strike? Oder doch Tetris? Wenn wir nach den Spielerzahlen gehen, keines von den eben genannten. Sie können sich alle hinter Crossfire vom südkoreanischen Entwicklerstudio SmileGate anstellen. Was? Von wem? Genau so haben wahrscheinlich viele von euch reagiert, als Phil Spencer auf der E3 2019 mit Paukenschlägen Crossfire X für die Xbox angekündigt hat. Und genau deswegen sprechen wir heute über den Shooter aus Korea und seine Nachfolger, den ihr sehr bald sowohl auf der Xbox One als auch den Xbox Series Konsolen spielen könnt. Okay, okay, okay. Vielleicht muss ich ein kleines bisschen zurückrudern. Seit Dezember 2021, dem Zeitpunkt, als die Idee für dieses Video entstanden ist, wurde Crossfire knapp von PUBG überholt, da hier vor allem der mobile Ableger immer Mehr und mehr Spieler zusammensammelt. Bis dahin war der Ego-Shooter aber das an den Spielern gemessen meistgespielte Videospiel der Welt. Insgesamt konnte Crossfire auf eine Milliarde angemeldete Spieler zurückblicken. PlayerUnknown's Battleground zog der Liste aus vergangenem Dezember zufolge mit 1,03 Milliarden Spielern knapp am bisherigen ersten Platz vorbei. Doch trotz seiner nahezu unangefochtenen Stellung auf Platz 1 kennt gefühlt keine Sau der westlichen Welt diesen First-Person-Shooter. Das soll sich mit seinem Nachfolger Crossfire X aber ändern. Und dazu hat man sich einen weiteren namhaften Entwickler ins Boot geholt. Niemand anderen als Remedy Entertainment. Ja, ganz richtig gehört. Das Team, das hinter Quantum Break, Control sowie der Alan Wake Reihe steht. Remedy hat hier den Part der Singleplayer-Kampagne übernommen, während sich Smilegate weiterhin um den Multiplayer kümmert. So, und jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, schauen wir uns die beiden Titel doch mal an, denn der neue Ableger scheint tatsächlich vielversprechend zu sein. Crossfire erschien erstmals 2007 als Free-to-play-Titel in Südkorea. 2009 gab es dann den Release in Amerika und 2011 auch in Europa. Vielleicht sind ja auch unter euch ein paar, die damals irgendwie in dieses Spiel gezogen wurden und dann über die Jahre vergessen haben, dass es überhaupt existierte. Mir ging es nämlich ganz ähnlich, bis ich in den Release Kalender für dieses Jahr geguckt habe und schlagartig an meinen ersten Shooter am PC zurück wurde. Crossfire war damals halt irgendwie die kostenlose und zugegeben auch etwas gammelige Alternative zu Counter Strike. Die Grafik und vor allem das Gameplay erinnern aber auch heute noch an Counter Strike 1.6 oder Counter Strike Zumindest in der klassischen Spielweise. Es besaß schon damals alle gängigen Modi wie Team Deathmatch, Free for All oder eben Search and Destroy, die ich jetzt wohl vermutlich niemandem wirklich erklären muss. Später sind dann auch noch weitere, etwas ausgefallenere Spielmodi hinzugekommen, wie zum Beispiel der Mutation Mode. Der war jetzt auch keine gameplay-technische Neuerfindung, hat aber für angenehme Abwechslung gesorgt. Zu Beginn einer Runde wurden zwei Leute zufällig ausgewählt, die in große, hässliche grüne Mutanten verwandelt wurden, dessen Ziel es war, die anderen Spieler per Nahkampfangriff ebenfalls zu Mutanten zu machen. Die Spieler auf der anderen Seite mussten dann wiederum sich gegen die Mutanten durchsetzen und verhindern, dass alle normalen Menschen zu Mutanten werden. Eine andere nette Variation war auch der Ghost Mode. Hier gab es in dem einen Team die Ghosts, welche nur richtig sichtbar waren, während sie sich bewegten. Standen sie still, konnte man nur grobe Schäden erkennen und ihr Atmen hören. Dafür waren sie aber im Gegensatz zum gegnerischen Team nur mit einem Messer bewaffnet. Das andere Team bestand wie auch ähnliche Mutation Mode aus normalen Soldaten, die gegen die Ghosts durchhalten mussten. Ihr seht, Crossfire hat das First-Person-Shooter-Genre jetzt nicht Neu erfunden, bot aber alle klassischen Modi, die ein Shooter damals irgendwie haben musste, um Spieler zu fesseln, und hatte zusätzlich noch den ein oder anderen Just-For-Fun-Modus. Das, verbunden mit seinem Free-to-Play-Konzept, hat mich ohne große Hindernisse Stunden an meinen damaligen Laptop gefesselt. Und auch den Itemshop habe ich tatsächlich positiv in Erinnerung und vor allem kein einziges Mal auch nur einen Cent in ihn investiert. Das mag natürlich daran liegen, dass ich als Schüler einfach nicht die nötigen Moneten hatte, um sie in digitale Inhalte zu stecken oder aber auch daran, dass der Großteil des Shops aus Cosmetics bestand. Neben Charakterskins bot der Shop gegen Echtgeld, aber auch den dauerhaften Besitz von Waffen. Denn ja, hat man sich einfach nur eingeloggt und losgespielt, gab es nur die eher weniger guten Standardknarren. Wollte man dann etwas Besseres für längere Zeit besitzen, hieß es entweder Echtgeld investieren oder natürlich eine Waffe mit der erspielbaren Ingame-Währung für 30 Tage mieten. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so geil, hat mir damals aber als armer Schüler durchaus gereicht. Die entsprechenden Punkte für eine 30 Tage andauernde Miete hatte man schnell zusammen und mit den besseren Waffen konnte man sich dann auch wieder einen größeren Puffer aufbauen. Und glaubt mir, ich habe genau durch dieses Prinzip so einige Stunden in diesem Spiel verbracht, was für damalige Verhältnisse in meinen Augen absolut in Ordnung aussah. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur keine bessere Alternative. Es wird wohl kaum jemanden verwundern, aber seine meisten Spieler hatte bzw. hat Crossfire auch immer noch in China und Südkorea. Und das, obwohl es heute auch immer noch genauso aussieht wie damals. Das ist gleichzeitig wohl aber auch der Grund für seine extreme Popularität. Du kannst das Ding quasi auf einer Kartoffel spielen und es würde trotzdem noch gut laufen. Gerade in Zeiten von Chipmangel, also gar nicht so verkehrt. Übrigens hat Crossfire ganz nebenbei bemerkt, trotz der Tatsache, dass der Itemshop eigentlich optional war, im Laufe seiner Lebenszeit um die 12 Milliarden Dollar eingefahren. Und jetzt, fast drei Jahre nach seiner ersten Ankündigung, erscheint am Donnerstag, dem 10. Februar, endlich Crossfire X. Falls ihr euch jetzt fragt, warum der Nachfolger so heißt, wie er heißt und eben nicht einfach nur Crossfire 2, wie es ursprünglich mal geplant war, naja, Ihr schaut eben gerade ein Video, das euch erklärt, was Crossfire eigentlich ist. Ein Teil 2 setzt immer auch einen Teil 1 voraus. Und es wäre nicht unbedingt förderlich für ein Spiel, wenn niemand den ersten Teil einer Reihe kennt. Aber zurück zum bald erscheinenden Shooter. Wenn wir uns überlegen, in welche Fußstapfen Crossfire X tritt, kann man wohl ohne zu zögern sagen, dass es sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Zumindest von dem, was uns bisher in Trailern sowie im ersten Gameplay gezeigt wurde. Sowohl der Multiplayer als auch der Singleplayer sehen enorm vielversprechend aus und könnten vielleicht sogar eine ernstzunehmende Konkurrenz für bisher etablierte Teams auf der Xbox sein. Ich meine, Call of Duty steckt gerade irgendwie in einer leichten Identitätskrise und Battlefield ist stand jetzt eine einzige Krise. So gesehen ist das der perfekte Zeitpunkt, um sich als Shooter neu zu etablieren. Wie auch schon im ersten Teil kämpfen im Multiplayer die beiden Söldnerfraktionen Global Risk und Blacklist gegeneinander, was übrigens auch Thema des Singleplayers sein wird. Dieser wird dabei in bisher zwei angekündigte verschiedene Kampagnen aufgeteilt werden. Einmal die Operation Catalyst sowie die Operation Spectre. Im Multiplayer wird es dann wie auch schon im ersten Teil verschiedene Modi geben. Bisher... Angekündigt wurden hier der Spectre-Mode, Team-Match und Point-Capture. Davon ist allerdings der Spectre-Mode definitiv am herausstechendsten. In diesem werden sowohl PvP- als auch PvE-Elemente miteinander kombiniert, da ihr euch nicht nur gegen andere Spieler durchsetzen müsst, sondern auch gegen die unsichtbaren und euch nicht freundlich gesinnten NPCs den Spectres. Außerdem konnten wir dem Trailer des Multiplayers entnehmen, dass anscheinend auch eine Art des Ghost-Modes sowie des Mutation-Modes wieder Einzug in die Welt von Crossfire halten werden. Wie gesagt, erscheint der Titel am 10.2. exklusiv für die Xbox One und die beiden Series-Konsolen und genau genommen gibt es eigentlich gar keinen Grund, es sich nicht zumindest einmal anzuschauen. Der Multiplayer wird nämlich für alle kostenlos und die erste Kampagne sogar im Game Pass enthalten sein. Zusätzlich gibt es natürlich bereits jetzt verschiedene Versionen, die ihr euch vorbestellen könnt, um direkt mit dem Game Pass zu leveln euch Zugang zu den beiden Kampagnen zu holen oder den einen oder anderen Skin freizuschalten. Ansonsten könnt ihr aber auch erstmal guten Gewissens auf die ersten Erfahrungsberichte und Reviews warten. Wir werden auf jeden Fall bei Zeiten unseren Ersteindruck mit euch teilen. Immerhin müssen wir uns ja auch jetzt für dieses Video auf das bisher gezeigte Material verlassen. Es gab zwar vor einigen Monaten eine kurze Multiplayer-Beta für Xbox Insider und wir wissen, dass Remedy Singleplayer kann, aber ob das Gesamtpaket dann auch überzeugt, werden wir ab Donnerstag herausfinden müssen. Und keine Sorge, wir gehen eigentlich fest davon aus, dass der der Titel früher oder später seinen Weg auch noch auf dem PC finden wird. Vielleicht sogar auch auf die Playstation, wobei ich derzeit darauf erstmal nicht wetten würde. Ich für meinen Teil werde mir die Multiplayer und die erste Kampagne definitiv mal ansehen. Und wer weiß, vielleicht zieht mich Crossfire X genauso in seinen Bann wie Crossfire vor rund 15 Jahren schon einmal.